Hallo Leute, es geht weiter mit Alice Madness Returns. Ich lege nochmal hier los und schlag mich hier weiter durch die Gegend. Hopf's da mal rüber. Bisher läuft's ja ganz gut. Was möchtest du mir da sagen, dass ich da einfach nur rüber kann? Du Pfeil da hinten, oder habe ich was verpasst? Zähne? Nö, alles gut, denke ich. Ja. Ich sammle hier fleißig Zähne von allen Seiten ein. In der Hoffnung, ich habe nichts vergessen. War hier noch was? Ich habe ja immer Schiss, dass ich irgendwas übersehe. Was heißt Schiss? Ihr wisst schon, die Besorgnis. Oh, eine Speicheruhr. Was kommt denn? Leute. Leute. Irgendwie hat sie gerade auf gar nichts reagiert. Sie hat nicht ordentlich gezielt. Sie hat nichts. Machen wir nochmal. Dann ziel doch mal. Hallo? Ach so, weil ich immer angegriffen werde. Oh, das ist ja gemein. Shit. Ja, ist doch gut. Läuft. Immer drauf auf den Typen. Ja. Mhm. Ist toll. Oh, nee. Leute, ihr macht mich wahnsinnig. Ja, nimm dir doch ein anderes Ziel, Mädel. Oder nimm die Kanne oder was weiß ich nicht was. Ich sterbe gleich. Ja, komm, mach sie fertig. Mach sie alle fertig. Komm. Und wer noch? Oh Gott. Komm schon, komm schon, komm schon. Mach schon, du Kanne. Zielen, zielen, ziel doch mal ordentlich. Oh Gott, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Boah, das Zielen war gerade richtig scheiße, ganz ehrlich. Ich drück die Taste so doll und immer wieder habe ich sie gedrückt, weil jedes Mal, wenn ich merke, dass das Ding überhaupt nicht
Wo ist denn die blöde Schweineschnauze? Mal wenn ich gemerkt habe, dass sie sonst wohin gezielt hat, nur nicht dahin, wo sie soll, muss man immer noch mal die Taste drücken. Immer noch mal und noch mal und noch mal, bis sie dann halt endlich mal automatisch zielt. Ist sie zufällig wieder unsichtbar, die blöde Schnauze? Das würde nämlich erklären, wieso ich sie nicht sehe. Wie komme ich da hin? Und wie komme ich da hin? Wie mache ich denn das? Ach, da oben schwebt sie über mir. Der einzige Ort, wo ich gerade nicht hingeguckt habe. Ja, nicht perfekt gezielt, aber läuft. Alles klar, dann komme ich da auch rüber jetzt. Mann, 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 immer diese stressigen Einstiege, das ist ja nicht so mein Ding. Aber immerhin haben wir hier so eine Ecke wieder gefunden. Nö, ne? Was ist jetzt hier? Aua. Pass auf, Alice, was du tust. Sonst sterben wir hier nochmal. Da habe ich gar keine Lust zu. Da ist eine Erinnerung. Um die Gestalt eines Wesens korrekt festzuhalten, muss man sie leider töten. Die Objekte der Kunst haben oft zu leiden. Aha, okay. Mhm. War es das jetzt hier? Aber das kann auch nicht alles gewesen sein, weil sonst werden diese schleimigen Dinger doch immer so, dass man die zerschlagen kann. Hä? Aber hier ist doch nichts mehr. Ich mach dich kaputt, du Statue. Nee, keine Ahnung, nee. Kein Plan. Dann gehe ich wieder runter. Ist einfach nur da, um mich zu ärgern. Okay. Und wie komme ich da an die anderen Zähnchen-Dingsbums? Weil... Oder bin ich da hergekommen? Warum habe ich dann den Zahn nicht gehabt? Und was ist da oben noch? Komme ich da hin? Komme ich da hin? Das war's. Aber ich hab's irgendwie fast geschafft, ne? Ich versuch's nochmal. Komm, du musst nur genug durchhalten. Nein, sie schafft das nicht. Sie schafft es nicht mehr hoch genug am Ende, um in diesen Strudel da reinzukommen. Dann egal. Dann egal. Dann egal. Es sei denn... Ich wäre noch irgendwo rangekommen, aber ich weiß nicht, was das Helle da hinten ist. Vielleicht ist das auch nichts. Ach, gehen wir weiter. Gehen wir dahin, wo wir hingehen sollen. Oh, wieder ein Gemälde. Das ist ja schön. Wie immer gucke ich in die Ecken. Man weiß ja nie, nee, ich lasse es. Okay, wenn eine nicht geht, gehen die anderen auch nicht. Eine rastlos Suchende in eigener Sache kam in das vom Unglück heimgesuchte Land. Sie konnte trotz Unwissenheit, Unsicherheit und Unglück in ihrem eigenen Leben das Leid nicht weiter mit ansehen. Sie begann gegen die grausamen Mörder und Schänder zu kämpfen, ohne zu wissen, warum sie es tat oder wie der Kampf ausgehen würde. Mhm. Ach, die Alice kämpft sich durch in ihrer Psyche und in dem Spiel. Nee, ne? Da komme ich ja wohl noch rauf, oder? Nein, ich will da noch raufkommen. Geht doch.
Okay. Kann ich mit dem Brocken hier noch was machen? Kann ich hier runter? Nee. Ja, dann spring doch mal da drauf. Mein Gott. Wie komme ich an den Pfirsich? Von der anderen Seite bestimmt erst. Ach Gott, wieso hüpft sie so doof? Jups, drüben. So, Pfirsich geholt. Nein, da ist noch ein Zähnchen. Das wollte ich noch haben. Oh, hüpf doch mal. Mann. Ah, ich habe mich schon gerade gefragt, ob ich mich einfach runterfallen lassen soll, weil vielleicht blind unter mir so ein Buppel ist, so ein... Bist schon. Kommt hier wieder Feuer? Oh. Nee, da kommen so Zackenfallen von oben. Oh oh. Oh. Okay. Das klappt nicht. Ach so. Mach mich mal lieber klein. Ich glaube, das ist auch besser so. Ich glaube, das ist auch Sinn der Sache. Was mache ich? Yiffi! Oh Gott, oh Gott. Mhm. Alles klar. Huch. Den schnapp ich mir auch noch. Die Musik ist echt so psychedelisch cool irgendwie. Oh, oh Gott. Was? Oh, wie fies. Nee. Ja, witzig. Ja. Ja, das ist schön. Jetzt kommt der wieder. Oh, ich schaff's sogar an ihm vorbei. Krieg ich wieder eine Hilfe? Ja, ich krieg eine Hilfe. Aber erstmal lasse ich den Feuerball da von rechts vorbei, sonst weiß ich sowieso, ich schaff's nicht. Genau, dich lasse ich vorbei. So. Jups. Moment. Ja, genau. Ne, alles geplant. Keine Sorge. Spring doch mal da auf die Puppels. Ich habe die Zähne da oben jetzt nicht gut. Ach, was soll's. Waren ja nur zwei Stück. Ich frage mich, ob hier unten noch was gewesen wäre. Aber man sieht da auch irgendwie gar nichts. Bringt mich das Ding vielleicht ein bisschen nach unten, dass ich was sehen kann? Ach, ich will's nicht riskieren. Nicht, dass da unten nichts ist. Komme ich hier weiter? Hallo? Einfach mal hier fallen lassen. Okay, auf der rechten Seite ist schon mal nichts. Ach, da, den hier, den soll ich kriegen. Okay. Fahrstuhl nach oben, bitte. Fahrstuhl nach oben. Nee. Nein. Jetzt muss ich wieder warten. Wie doof. Und der braucht so lange die Fahrstuhlplattform. Ich bin Alice. Ich bin in einem Traum, in einem Traum. Mir fällt auch gerade nicht ein, was ich dazu sagen könnte zu ihrer Welt hier, in diesem Gemälde. Jetzt geh nach oben.
Oh, jetzt kommt dieses Feuerding. Nein. Nein, nein, nein. Oh, Mann, nur, es kann nicht wahr sein. Ich will immer nur hochspringen und sie springt runter. Ach, ja. Über was könnte ich mich noch unterhalten? Ach ja. Hatte ich schon erwähnt, dass wir bei 45% des Spiels angelangt sind? Weiß ich nicht. Ich weiß schon wieder nicht, ob ich das am Anfang des Spielparts gesagt habe. Ich bin so vergesslich manchmal. Jetzt kommt das Ding wieder und ich sterbe, oder? Nein, ich habe es sogar mal geschafft. Eigentlich muss ich nur immer so ein bisschen nach links und nach rechts gehen. Dann geht's schon. Wenn sie mal ein bisschen schneller springen würde, dann... So, ich gehe ein bisschen nach links. Haha, ausgetrickst. Haha, ausgetrickst. Ja, ich werde noch ewig für diese Stelle anscheinend brauchen. Und auch hier werde ich... Ich stecke fest. Och Manno, immer berührt sie den doch noch so ein bisschen am Schweif hin und ich schaff's nicht. Soll ich dann doch lieber springen beim letzten? Ich glaube, beim letzten muss ich springen. Oh. Unglaublich. Nein. Nein. Und spring. Spring! Ich bin gesprungen. Ich bin gesprungen! Jetzt werde ich langsam sauer. Nervös. Ungeduldig. Aggressiv. Irgendwas. Eine Mischung aus allem. Oh. 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 Ich habe es sogar mal geschafft. Oh. 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 Gott. Endlich. Raus hier aus diesem Gemälde, ganz ehrlich. Tschüss. Hey, wir haben es mal wieder geschafft. Ich glaube, das war jetzt schon das dritte Gemälde oder so. Und immer wieder lernt ja Alice was dabei. Und das, was der Typ da halt am Anfang mal so erzählt. Manchmal höre ich mir solche Sachen im Nachhinein auch nochmal immer an. Und nicht unbedingt während des Spielens. Einfach nur so, um die Dinge nochmal aus einer anderen Sichtweise zu sehen. Weil man beim Spielen ja doch nicht immer alles aufgefasst kriegt. Ich schaue mich hier nur nochmal ein bisschen um, ne? Kennt ihr ja schon. So ein bisschen... Ah! Nein. Ja, dann stirb. Dann stirb auch richtig, Alice. Und nicht da so ein buggiges Gehopsel. Vielleicht war das Umgucken doch nicht so eine gute Idee. Entschuldigung. So. War hier noch ein Loch? Nee. Ja. Coole Treppe. Cooles Design. Und jetzt sieht das alles schon wieder so maschineriemäßig aus, so. Aber wir wollen immer noch zur Raupe. Vielleicht kommen wir da ja jetzt auch endlich mal hin. Aber ich gucke mich um. Das wollte ich ja gerade eben schon, wenn ich nicht gestorben wäre. Dann würde sie noch heute leben. So. Das wäre doch auch wieder voll der gute Versteckplatz. Ich verstehe das nicht. Und dann übersieht man wieder so andere Plätze. Hier ist, steht doch auch was. Spicy Horse. Bam. Was wollt ihr denn? Kann ich hier irgendwas machen? Nö. Komisch. Wozu war denn... Das hat doch irgendwas zu bedeuten, oder? Hier vielleicht? Warum steht das hier? Komisch. Irgendwie. Aber hier ist doch auch nichts zum Zerschmettern. Ach, was soll's, ich gehe. Vielleicht findet es ja jemand von euch wieder heraus und sagt es mir im Nachhinein oder so. Ich habe es so weit geschafft, um ein Scheinbild vorzufinden? Wenn ich die Zeit hätte, würde ich dir aufzählen, wie oft du Illusionen der Realität vorgezogen hast. Verdrängte Probleme existieren für dich nicht. Du leugnest die Realität. Das stimmt nicht. Ich weiß, was wahr ist. Nein. Und du gestattest anderen, dir vorzuschreiben, was nicht real ist. Komm jetzt rein.
Erinnerungen sind zerschmettert. Dieser niederträchtige Zug hat fast alles zerstört. Und das Wunderland wird untergehen, weil ich den Verstand verliere. So viel hat sich verändert. Ich kann dem Wunderland nicht helfen, wenn ich mir nicht helfen kann. Vieles hat sich verändert. Bei dir ist es umgekehrt. Rette das Wunderland und du kannst dich selbst retten. Der Zimmermann hat es begriffen, aber er hat sich vor der Wirklichkeit versteckt. Dein Ziel ist es, ihn zu akzeptieren. Wo soll ich denn hin? Was soll ich tun? Der Königin muss man gehorchen, Alice. Der Königin muss man in all ihren Gestalten stets gehorchen. Ich finde diese Szene sehr, sehr cool, wie sie da runterfliegt mit dem Kokon hier. Ich finde das extrem geil. Wie kann sie dieses wachsende Unheil eindämmen oder mir bei der Suche helfen? Was weiß sie, das ich nicht weiß? Sie ist jemand, den du einst gekannt und geliebt hast. Die Zeit verändert uns alle. Nicht jede Veränderung ist gut. Denk daran, wenn du die Königin findest. Gefängnisse und Irrenhäuser, viel gemein leider wahr. Wirklich taub ist nur der, der nicht hören will. Lass mich in Ruhe! Hey, du da! Das reicht jetzt! Bist wohl zum Dauergast, was, Alice? Was ist es diesmal, Fred? Hat vor der Old Lady rumgeheult, irgendwas über den Mord in der Threadneedle Street. Insekten verwünscht. Und die Eisenbahn, musste sie doch herbringen, oder? Tja, eine Bedrohung für sich selbst, aber ganz sicher keine Gefahr für andere. Sie gehört nicht ins Zuchthaus. Wohl wahr, aber wohin gehört sie dann? Lass sie gehen, Fred. Schick sie zurück zu Dr. Bambi. Hat letztes Mal einen Riesenaufstand gemacht, als sie über Nacht hier war. Was war da? In derselben Nacht wurde Jack Splatter, diese Verschwendung von Mutterliebe vor der Mermaid, geschnappt, als er diesen Fettsack abgestochen hat. Ich habe Alice nach unten gebracht und wir haben zwei Bullen getroffen, die Jack zur Zelle geführt haben. Quatsch, den üblichen Mist, von wegen nichts gemacht und den falschen Typen erwischt. Als er Alice sieht, brüllt er, die Schlampe war's. Sie schreit zurück, du verdammter Hurensohn, du Blutegel, du Made, nimmst von anderer Leute Arbeit, etc., etc. Ich bewundere sie für ihre Ermittlungsarbeit. Da haut sie sich plötzlich den Kopf an oder so und kippt um. Kannst du doch nicht nach Hause schicken, oder? Und der Doktor hat einen Anfall bekommen? Sagt, er kriegt meinen Job und meinen Arsch auf dem Tablett. Hab ihm gesagt, das Erste können er gerne haben. Das Andere soll er in Ruhe lassen. Gute Nacht, Alice. Du kennst ja den Weg nach draußen. Ja, da sind wir wieder zurück in der Realität mit Alice. Die Raupe hat mit ihrer Wahrheit sozusagen Alice wieder in die Realität zurückgeholt. Oder ich stelle mir immer vor, dass wenn so ein Stück Wahrheit plötzlich durch diese Wunderwelt, Scheinwelt auf einmal gerät, das bringt Alice dann immer doch so weit wieder durcheinander oder vielleicht auch eher klarer am Kopf, wie man uns auch sehen will, so dass sie dann wieder so einen Schub kriegt, aufzuwachen und wieder zurück in die Realität kommt. So oder so, jetzt ist sie wieder zurück. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut und machen das nächste Mal schön weiter. Ich bin sehr gespannt, was jetzt wieder auf uns zukommt und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann.